Entschuldigen Sie aber bei dem Kaff. Was ist denn wieder los in dem Kaff? Ja, wahrscheinlich spielt Wachtmeister Meier wieder den Helden und rettet Wellensittiche von Rentnerinnen, die sich vom Balkon stürzen wollen oder so. Was sagten Sie so richtig, Frau Lahmann? Nein, da kann ich Sie voll beruhigen. Ich bin schon auf dem Weg zu Ihnen. Ja, sagen Sie mir lieber, wie meine Aktien, hallo, wie meine Aktien stehen. Nein, nicht die von der Börse. Ja, da habe ich den Glauben schon längst aufgegeben. Ich meine die Umfrageergebnisse. Ja, meine Wiederwahl betreffend. Der Stadtanzeiger hat doch eine neue Umfrage gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das sagen soll, weil leider sieht es nämlich nicht mehr so gut aus. Seit der Geschichte mit der Bürgschaft für den Grafen Hellwege. Ja, das kann sich doch nicht so schlimm auswirken. Immerhin stand es vor 2 Wochen noch 18-20 für mich. Ach, dem ist leider nicht mehr so. Die Lage hat sich nämlich etwas nivelliert. Nivelliert, wie vornehm. Hier raus mit der Sprache. 50-30. 50-30, Frau Lahmann. Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Also mathematisch bin ich immer noch so fit, dass ich bis 100 sehen kann. Also wieso? 18% sind unentschlossen und 2% sind irgendwie verschütt gegangen. Wahrscheinlich im Urlaub. Das gibt's doch nicht. 50-30 und 20% unentschieden. Und dafür reise ich, ja, Land auf, Land ab für meinen Wahlkampf, wenn es keine Sau interessiert. Ich hab's ja gewarnt, aber Sie wollten ja partout nicht zu der Grundsteinlegung vom neuen Vereinsheim vom Kleintierzüchterverband. Also die paar Hanseln mit ihren Legehennen und ihren Stallhasen, ja, die machen den Kohl auch nicht mehr fett. Ja, die nicht. Aber die Fans von den Bajowaren-Rappern, die der Herr Oppositionsführer eingeladen hat, 2000 Leute sind erschienen. Es war wie damals in Woodstock. Ja, da waren es ein bisschen mehr, oder? Ich spreche von jugendlichen Wählern, aber es kommt ja noch schlimmer. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Ich bin Realpolitiker, Frau Lahmann. Ich kann der Wahrheit stehend ins Auge sehen. Also. Die Rapper haben einen Song über Sie gedichtet. Was? Ja, und der Gierke hat ihn im Lokalteil der Zeitung in voller Länge abgedruckt. Die Wähler und der Wöller und die Wähler, das ist doch wie die Meter auf dem Kilometerzähler. Wer es glaubt, wird selig und wer in den Sack schlüpft, wird mehlig. Das hat er gedruckt? Das war auch nicht prickelnd. Ja, eine Anspielung offenbar auf Ihren Gebrauchtwagenhandel. Also, als ob ich es nötig hätte, Kilometerzähler zu manipulieren. Aber was sag ich? In 2 Wochen nach der Wahl kräht kein Hahn mehr nach Lehmann, dem Schwachmarkt, wenn ich hier als Bürgermeister und als Initiator der Stadt Bad Kaltental wieder im Rathaus einziehe. Apropos Bad Kaltental, Sie werden sich einen neuen Namen überlegen müssen. Was? Sie haben mich doch gebeten, eine Internetseite anzumelden. Ja. Aber die ist schon weg. Wie, weg? Bad Kaltental? Ja. Ja, wir sind doch auf diesem Planeten die einzige Stadt und Gemeinde, die diesen wundervollen Namen trägt. Offenbar nicht, tut mir leid. Aber ich könnte ja herausfinden, wem der Name gehört und vielleicht können wir den Namen abkaufen. Kurstadt Bad Kaltental. Wie? Kurstadt Bad Kaltental. Klingt doch viel besser. Jetzt lassen Sie alle stehen und liegen und sichern Sie uns den Namen Kurstadt Bad Kaltental im Internet. Ich meine, damit steht und fällt die Zukunft von unserer Stadt. Wer ist mir denn heute schon ohne einen anständigen Namen im Internet? Jetzt stell dich doch nicht so an, Agnes. Du tust ja gerade so, als wäre das deine ganz private, höchstpersönliche Heilquelle. Ich will doch nur ein paar Flaschen für die Klinik. Dagegen hab ich doch überhaupt nichts. Aber warum gehst du nicht hin und füllst dir selber welche ab? Meinen Sie, das ist eine gute Idee, das Heilwasser an Ihren Patienten auszuprobieren? Warum nicht? Die machen doch dauernd Tests mit neuen Mitteln. Und wer weiß, vielleicht funktioniert es ja auch. Ich habe nämlich eine Zystenniere auf der Station. Weiß einer von euch zufällig, ob Schwester Lotte heute den Wagen braucht? Keine Ahnung. Agnes, hörst du mich? Ich glaube, sie muss zur Gemeinderatssitzung. Aber warum fragst du sie nicht selbst? So lange kann sie da oben eh nicht mehr sitzen bleiben. Ich will sie aber nicht stören. Wozu brauchst du den Wagen denn? Für den Hund von Kirsten Schmelzer. Er kann kaum noch laufen. Sie muss zum Tierarzt mit ihm. Zum Einschläfern. Der King. Ach, ich nehme den Wagen einfach. Schwester Lotte kann ja das Fahrrad nehmen. So weit ist es ja nicht bis zum Rathaus. Vor 4 Wochen war der Hund doch noch putzmunter. Sein Krebs ist leider schlimmer geworden. Und was ist mit Operieren? Bei dem Dackel vom Fahrer hat's wunderbar funktioniert. In diesem Fall ist es wohl was anderes. Und vor allem zu teuer. Aber ich muss los, ich hab's Kirsten versprochen. Was heißt zu teuer? 12.000 Euro. Er müsste extra nach Berlin. Hier am Ort kann das keiner. 12.000. Tja. So ist das eben.
ja, du hast richtig gehört, mit einem Deutsch-Strata-Hund, der allerdings nach Auskunft der Mutter kaum noch laufen kann. Jeans, blau, Pullover, rot, mit Blümchen. Und Turnschuhe. Und Turnschuhe. Farbe? Grün. Grüne Turnschuhe. Und ihren roten Hut wieder auf dem Foto. Roter Hut. Das sind die letzten, die ich von ihr habe. Ah, ja. Ihre Haare sind jetzt allerdings etwas länger. Fotos habe ich jetzt auch, die bringe ich gleich auf dem Revier vorbei. Aber du kannst ja schon mal den Chef auf Trab bringen. Er soll eine Staffel von der Polizeischule anfordern. Und vielleicht schafft das sogar, einen Hubschrauber zu kriegen. Ich meine, das Mädel ist seit gut und gern 16 Stunden überfällig. Alles klar? Auf und aus. Also, wir finden die schon, Frau Schmelzer. Wie heißt der Hund eigentlich? King. Er war früher bei der Hundestaffel vom Grenzschutz. Und als er zu alt wurde für den Dienst, da hat mein Mann ihn genommen für Kirsten. Sie ist praktisch mit ihm aufgewachsen. Ah, der King. Und den wollten Sie einschläfern lassen? Den König der Suchhunde? Jetzt hören Sie aber auf, Herr Meier. Wenn das so ein toller Hund war, warum hat da niemand was für ihn getan? Oder wollen Sie 12.000 Euro für die Operation zahlen? Ist ja gut, ist ja gut. Erstmal müssen wir die beiden finden. Also, Sie bleiben zu Hause und halten die Stellung. Vielleicht kommt sie ja wieder zurück. Und ich leite die Suche ein. Ich wollte es Kirsten ja nicht sagen, aber irgendwie muss sie es rausgekriegt haben. Jetzt machen Sie sich keine Vorwürfe. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Haus und dann... Wir werden das Geld für die Operation schon irgendwie auftreiben. Schwester Lotte? Schwester Lotte, ich weiß, ich sollte dich stören. Aber es ist wichtig. So spät ist es schon. Mhm. Hilfst du mir mal bitte auf? Ja. Sie kennen doch auch den Hund. Den King von der Kerstin Schmelzer. Ja, oh, meine Beine sind eingeschlafen. Ingrid hat mir erzählt, dass er eingeschläfert werden soll. Mhm. Warum denn? Der ist doch sonst immer so lammfromm. Ja, schon, aber er hat Krebs. Und eine OP können sich die Schmelzers nicht leisten. Aha. Da muss doch was zu machen sein. Aber was soll ich da machen? Tierpension Metzger, grüß Gott. Grüß Gott, spreche ich mit Dr. Metzger? Ja, am Apparat. Hier ist Schwester Lotte vom Kloster Kaltental. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie heute den Hund von der Familie Schmelzer einschläfern wollen. Richtig. Ich wollte Sie einfach bitten, ob Sie vielleicht den Termin verschieben könnten. Aber bitte, der Termin war vereinbart. Aber vielleicht fällt mir ja eine Lösung ein. Ja. Wieso ist denn das überhaupt so teuer und warum muss der Hund denn dafür extra nach Berlin? Es handelt sich hier um eine schwere Operation, die sonst nur in Berlin geklärt werden kann. Verstehe. Aber vielleicht könnten Sie trotzdem noch ein bisschen warten. Ich rufe Sie auch bestimmt heute noch an. Das ist lieb. Auf Wiederhören, Herr Doktor. Stück.
Kloster Kaldenthal, Schwester Lotte am Apparat. Ich bin's, Hildegard. Gott sei Dank erreiche ich dich noch, Lotte. Schalt bitte den Computer ein, die Mutter Oberin will dich sprechen. Ja, sofort. Ich brauche noch schnell deine Hilfe. Ich habe hier einen Brief von der Münchner Television in der Hand. Vergiss den Brief. Genau darüber will die Mutter mit dir sprechen. Sie will meine Fernsehserie als Druckmittel gegen Wöller benutzen. Aha. Aber die wollen heute auf eine Motivsuche kommen. Herr Stolpe ist da etwas zu vorschnell vorgeprescht. Also vergiss es, zumindest vorläufig. Ist der Computer jetzt an? Ich verbinde dich. Ja, Moment. Heute mal wieder auf 180. Schwester Lotte ist jetzt auf Empfang. Dann schalten Sie um. Na endlich, wo waren Sie? Auf einem Betriebsausflug. Ich habe die halbe Nacht versucht, Sie zu erreichen. Ich habe mir erlaubt, mich zu einer Meditation in den Wald zurückzuziehen, während meine Mitschwestern Schwester Agnes beim Abfüllen und Verpacken geholfen haben. Während Sie meditieren, sehr clever. Ach, Sie meinen, ich hätte mich vor der Arbeit gedrückt? Nein, natürlich nicht. Das möchte ich auch klarstellen. Meine Mitschwestern haben mich nämlich dazu verdonnert. Und zwar einstimmig, weil ich angeblich momentan etwas zu unausgeglichen bin. Kein Wunder in der Lage, in die Sie uns manövriert haben. Schwester Lotte also. Ich soll nicht nur Herrn Wöllers Wiederwahl verhindern, was völlig unmöglich ist, sondern auch noch die Brauerei vom Grafen Hellwege vertraglich auf unsere Seite bringen, was in den Sternen steht. Sondern auch noch mich als Kronzeuge der Verteidigung auf einen Prozess vorbereiten, was völlig unmöglich ist, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Dann hoffe ich, dass Ihre Meditation erfolgreich war und Sie jetzt körperlich und geistig in der Lage sind, mir zu folgen. Ja, das bin ich. Aber jetzt muss ich leider zur Gemeinderatssitzung. Um genau diese Sitzung geht es. Ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, dass Herr Wöller eine Mehrheit bekommt für seinen Antrag, die Bürgschaft für die Brauerei aus dem Gemeindesäckel zu decken. Das heißt, die Bank, sprich Herr Direktor Nussbaum, wird unseren Antrag abschmettern. Das darf nicht passieren. Ich zähle voll auf Sie. Ihr Vertrauen ehrt mich, aber ich kann weder Steine in Brot verwandeln noch über Wasser gehen. Ach nein, dann wird es höchste Zeit, dass Sie das lernen. Wie? Falls Sie einmal heilig gesprochen werden wollen. Wer wird heilig gesprochen? Ein kleiner Scherz. Zu Ihrer Beruhigung, ich schicke Sie nicht ohne entsprechende Munition in den Kampf. Gehen Sie mal ins Internet. Sie wissen doch hoffentlich, wie das geht. Gratuliere, Schwester Hildegard. Bitte, gerne. Ihr Mittelstürmer geht wieder. Danke, wenn Sie sich bitte zu mir bequemen möchten. Ich bin im Internet, was soll ich da? Tippen Sie Bad Kaldenthal ein. Bad Kaldenthal? Soll das etwa heißen, dass Herr Wöller den Domainnamen schon eingetragen hat? Nein, aber ich. Sie? Natürlich wir, unsere Ordensgemeinschaft, Ihre Diözese. Und nicht nur Bad Kaldenthal. Auch Kurbad Kaldenthal, Kurstadt Kaldenthal, Kurstadt Bad Kaldenthal und Kaltenbad, nur zur Sicherheit. Das ist so unglaublich. Also das muss man Ihnen lassen. Genial. Armer Herr Wöller. Es ist 10 nach, Frau Laban. Wieso sagen Sie mir nichts? Jetzt kann ich mir von Lehmann wieder, weiß Gott, was alles anhören. Hier, alles weg. Wie, was weg? Kurstadt Kaldenthal, Kurstadt Bad Kaldenthal. Ist doch nicht Ihr Ernst. Ja, und nicht nur die .de's, auch die .coms und .orgs und weiß der Himmel, wie sie alle heißen. Also, wenn man nicht alles selber macht. Aber es ist gut, ich habe jetzt keine Zeit. Aber zu niemandem ein Wort. Das fehlte gerade noch. Dass der Lehmann Wind davon bekommt. Ich habe nämlich meine ganze Wahlkampagne auf Bad Kaldenthal abgestellt, ja? Und hat der Bachmann sich gemeldet. Der ist in London, hat seine Frau gesagt. Ich glaube, bei denen kriselt's in der Ehe. Ja, und ich bin ohne Pläne für das Kurhaus. Ja, wo leben wir denn? Ich meine, wenn ich mich wegen jeder Ehekrise nach London abgesetzt hätte, dann wäre ich jetzt Sir Wolfgang Wöller und würde mit der Queen Tee trinken im Buckingham Palace, statt mich mit diesem Dorfdepp hier rumzuschlagen. Ich darf doch sehr bitten, Herrschaften. Herrschaften! Bist jetzt ruhig. Wir sind doch hier nicht in Hintertupfistan, ja? Aber auch nicht in einer Bananenrepublik, wo jeder jedem das Geld vorne und hinten reinsteckt und sich die Grundstücke und Aufträge zuschiebt, gerade wie es gewissen Leuten passt. Mit gewissen Leuten? Meinst du da etwa mich? Wer damit gemeint ist, das kann sich ja wohl jeder selber denken. Gut, halten Sie mal fest. Oppositionsführer Lehmann bezichtigt Bürgermeister Wöller öffentlich der Bestechlichkeit und Begünstigung im Amt. Ohne jeglichen Beweis übrigens und... Schreiben Sie, ich freue mich schon heute auf den Prozess. Haben Sie es?
Schwester Lotte! Gut, dass ich Sie erwische. Katastrophe! Ich habe keine Zeit. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Gina hat mir alles erzählt. Ich habe Dr. Metzger erreicht. Und der Hund wird nicht eingeschläfert. Das Mädel ist aber verschwunden samt Hund. Was? Verschwunden? Ja, seit gestern Nacht. Jedenfalls war Kirsten nicht in ihrem Bett, als Frau Schmelzer sie heute früh wecken wollte. Wachtmeister Meier ist gerade dabei, eine Riesensuchaktion zu starten. Gut, dann beteilige du dich an der Suchaktion. Ich gehe inzwischen hoch zur Gemeinderatssitzung und bring das zur Sprache. Hier ist doch der Beweis. Hier. 1,2 Millionen Sanierung der maroden Brauerei Hellwege. 800.000 für die Wasserleitung von der Quelle zur Brauerei. 19 Millionen prognostizierte Baukosten für Kuranlage und Trinkhalle. 3 Millionen Werbungskosten, sprich Spesen für dich und deine Großkopferten vom Landtag. 5 Millionen für touristische Maßnahmen, was auch immer das sein mag. 200.000 Aufbau einer Internetseite, Bad Kaltental und so weiter und so weiter. Summa summarum 64 Millionen. Bist du jetzt fertig? Gut, also unserem allseits geschätzten Oppositionsführer dürfte wohl in Gang sein, dass hier und heute nur über die infrastrukturellen Maßnahmen eine Entscheidung fallen muss. Sprich, über die Bürgschaft der Brauerei. Weil sonst ist die Mutter Oberin am Zug. Und das heißt, dass wir unser Quellwasser in Tanklastwagen, weiß Gott wohin, schippern dürfen, zum Abfüllen. Was ist denn los heute? Geht die Welt denn unter, oder was? Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Der Prozess findet doch erst in 14 Tagen statt. Und bevor nicht eine Entscheidung gefallen ist, wem letztlich das Kloster und die Heilquelle gehören, sind das doch alles ungelegte Eier. Ja. Aber mit denen Ihre Mutter Oberin schon munter ein Omelett nach dem anderen in die Pfanne hat. Herr Wöller, ich habe weder Zeit noch Lust, mit Ihnen weiterhin zu streiten. Ich bin eigentlich nur hier, um Ihnen ein letztes Angebot zu unterbreiten. Die Gemeinde einigt sich vor dem Prozess gütlich mit uns. Dergestalt, das Kloster und die Heilquelle behalten wir. Wie bitte? Und Sie, sprich die Gemeinde, haben die Vermarktung und den Vertrieb des Heilwassers. Ist doch lächerlich, Herr Schaffen. Ich meine, damit liefern wir uns doch auf Gedeih und Verderb den Nonnen aus. Die brauchen nur den Wasserhahn zudrehen und wir sitzen auf dem Trocknen. Entschuldige bitte, da bin ich aber völlig anderer Meinung. Ja, das musst du auch sein. Bitte, diskutieren Sie doch wenigstens das Angebot. Und mich müssen Sie jetzt leider entschuldigen, weil während wir hier sitzen und darüber reden, irrt seit gestern Abend draußen ein kleines Mädchen mit seinem todkranken Hund umher. Der Hund soll eingeschläfert werden, weil die Eltern die 12.000 Euro für die Operation leider nicht aufbringen können. Und das in einer Gemeinde, wo es scheinbar überhaupt kein Problem ist, 64 Millionen zu verpulvern. Mir kommen die Tränen. 12.000 Euro für ein Hündchen. Ja, ich weiß, Herr Böller. In Afrika könnte man damit ein Krankenhaus oder aber eine Schule bauen. Und das hier ist ein Armutszeugnis. Ja, Moment, Schwester, so geht es nicht. Die Sitzung ist vertagt. Schwester, hey, was heißt hier vertagt? Du bleibst gefälligst hier, bis wir abgestimmt haben. Bist du recht? Also, meine Herrschaft, wir stimmen ab. Ja, ich werde sie ausrichten. Ah, Moment, Sie haben Glück. Schwester, sie kommt gerade. Schwester Agnes für Sie. Ist gut, Frau Labern. Ja, Agnes? Ja, Lotte, hast du die selbstgemachten Nudeln mit dem Rehgulasch gegessen, die von gestern übrig geblieben sind? Wieso soll ich denn deine Nudeln gegessen haben? Naja, ich wollte sie mit ein paar Spaghetti strecken und daraus für heute Abend einen Nudelauflauf machen und jetzt sind sie weg. Ach, und jetzt glaubst du, dass ich deine Nudeln gegessen habe? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass du nachts an den Kühlschrank gehst. Nein, das ist kein Vorwurf, aber darf ich dich an den Käsekuchen vom letzten Sonntag erinnern? Auf die Gefahr hin, dass ich mir noch auf dem Sterbebett von dir anhören muss, dass ich deine Nudeln gegessen habe. Nein, das habe ich nicht. Gelobt sei Jesus Christus. Die hat Sorgen. Haben Sie schon gehört, dass die Kirsten Schmelzer und ihr Hund gesucht werden? Nein, aber der Herr Girk hier von der Zeitung hat angerufen, er möchte ein Interview mit Wöller machen. Was hat der denn damit zu tun? Der Hund war früher beim Grenzschutz und hat Wöller mal das Leben gerettet. Nein, wie das denn? Naja, eine etwas peinliche Geschichte. Wöller und Huber haben in der Jagdhütte einen über den Durst getrunken und sich auf dem Heimweg verlaufen im Wald. Und Wöller hat sich den Fuß gebrochen bei 15 Grad minus. Das wird Herrn Wöller aber gar nicht passen, wenn publik wird, dass er tatenlos zusieht, wenn sein Lebensretter eingeschläfert werden soll. Ah, schön, dass Sie noch da sind. Dann erfahren Sie es
brühwarm aus erster Hand und können es Ihrer Mutter übrigens schon beibringen. Die Gemeinde wird die Bürgschaft übernehmen. Mein Antrag wurde mit einer Stimme Mehrheit ratifiziert. Frau Laban, verbinden Sie mich umgehend mit Direktor Nussbaum und anschließend verbinden Sie mich mit dem Grafen Hellwege. Bevor Sie in Ihrem Siegestaumel noch mehr Porzellan zerbrechen, würde ich Ihnen gerne... Ach so, ja, Rotkäppchen und der kranke Wolf. Also, wo Ihre Ordensgemeinschaft jetzt 1,2 Millionen Bürgschaft gespart hat, da könnten Sie wohl 12.000 locker machen. Ich meine, selbst wenn ich die 12.000 hätte, ich kann sie jetzt nicht für einen kranken Hund ausgeben. Was glauben Sie, wie viel Bittstelle ich jeden Tag hier abfüllen muss? Schweren Herzens wohlgemerkt. Aber 12.000 für einen Hund, also ich meine, bei aller Liebe, das käme einem politischen Selbstmord gleich. Und jetzt kurz vor der Wahl bei 20% unentschiedenen Wählern? Ein politischer Selbstmord wäre, wenn bekannt würde, dass genau dieser Hund Ihnen das Leben gerettet hat. Was? Ja, behauptet jedenfalls Herr Gierke vom Stadtanzeiger. Er kommt übrigens gleich vorbei, um ein Interview mit Ihnen zu machen. Ah ja. Ach was, das ist 10 Jahre her. Ich meine, mich würde das wundern, wenn dieser Hund noch am Leben wäre. Wie heißt der? King. King? Scheibenkleister. Also ist es. Ja, ja. Ich meine, das war damals ein Jagdunfall. Ich war hinter einem kapitalen 16-Ender her. Und gerade, als ich dem die Kugel antragen wollte, da bin ich gestürzt und habe mir dann diese Außenknöchelfraktur zugezogen. Ich habe mich dann noch gerettet und geschleppt, soweit es ging, soweit erinnere ich mich noch. Ja, aber ich wäre elendiglich erfroren, wenn dieser Deutschstrater vom Grenzschutz mich nicht aufgespürt hätte. Ne? Ja, irgendwie bin ich jetzt in einer Zwickmühle. Ich meine, wenn ich jetzt 12.000 für die Operation ausgebe, ja, dann steinigen mich meine Wähler. Und wenn nicht, dann lynchen sie mich in der Presse. Naja, so weit wird es nicht kommen. Weil vorher der gesamte Gemeinderat Hackfleisch aus ihnen machen wird. Weil nämlich die Mutter Oberin sämtliche Rechte auf Bad Kaltental im Internet hat. Die sie ihnen gerne gegen gewisse Zugeständnisse, die Bürgschaft und den Prozess betreffend, überlässt. Mhm. Also wenn Sie glauben, dass ich mich durch irgendwas oder irgendjemand in die Knie zwingen lasse, dann haben Sie sich getäuscht. Frau Laban, Sie rufen in der Einsatzleitung an und sagen denen, dass ich höchstpersönlich mich an die Spitze der Suchaktion setzen werde. Herr Gierke, ja, Sie kommen ja wie gerufen. Sie können an meiner Seite, sozusagen als Journalist vor Ort, sich an der Suche nach Rotkäppchen und dem kranken Wolf beteiligen. Rotkäppchen, kranker Wolf, das klingt ja wie eine Headline. Ja, das sage ich ja. Und die Schwester Lotte würde in einer Benefizskala 12.000 Mäuse für die Operation auftreiben, ne? Wir? Wieso ich? Ja, jetzt schreiben Sie schon auf. Ach, Sie haben sowas modern. Wo spricht man da rein? Da. Die Nonnen stiften 12.000 Euro. Herr Wöller, so geht das aber nicht. Verlabern, jetzt stehen Sie nicht so rum wie in Maibaum im Oktober. Action, please, action. Sind Sie schon mal Hubschrauber geflogen? Also, ich meine, wir werden sicher dieses tragische Ereignis zu einer medialen Sensation aufschäumen können, oder? Bleib schön liegen, ich komm gleich wieder. Psst! Mist. Jedenfalls sagen könnten Sie es einem, wenn Sie was aus dem Kühlschrank nehmen. Ich kann doch sonst überhaupt nichts planen. So wie es aussieht, ist doch eh keiner heute Abend da. Felicitas hat Nachtschicht und Ingrid kommt bestimmt später. Ich schau mal nach der Wäsche. Mhm. Die müsste jetzt bestimmt trocken sein. Ach ja, kannst du mir bitte beim Zusammenlegen der großen Altartücher helfen? Ich schaff das allein kaum. Klar. Ich geh schon. Das ist bestimmt Hildegard. Die Mutter Oberin dreht langsam durch, weil Lotte nicht da ist. Kloster Kaltental, Schwester Gina am Apparat? Ist Schwester Lotte jetzt endlich von der Gemeinderatssitzung zurück? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass das so bald der Fall sein wird. Schwester Ingrid hat Probleme mit einem Mädchen und ihrem todkranken Hund. Schwester Lotte ist jetzt... Ich weiß, ich weiß. Ich bin nur die Vorsteherin dieses Ordens. Es geht ja auch nur um ein paar Millionen. Und ganz am Rande nur um unsere Existenz. Aber ein Hund, der eine Operation braucht, der ist natürlich viel wichtiger. Weil sonst ein Mädchen mit der Tatsache konfrontiert würde, dass alle Lebewesen irgendwann mal sterben müssen. Auch und vor allem Hunde.
weil ihre Lebenserwartung statistisch gesehen nun mal um einiges kürzer ist als die der jeweiligen Hundehalter. Hatten Sie mal einen Hund? Nein, darum geht es auch nicht. Entschuldigen Sie, ich bin lediglich etwas sensibel, was Schwester Lottes Prioritäten angeht. Also richten Sie ihr aus, wenn ich nicht bald von ihr höre, werde ich sie nach Köln versetzen. Da haben wir seit Monaten eine Vakanz an der Pforte. Gelobt sei Jesus Christus. Gleich eine Frage vorweg. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das Mädel sich ausgerechnet hier in dieser gottverlassenen Gegend, sprich JWD, verdrochen haben soll? Weil sie dort an der Kreuzung zum letzten Mal gesehen worden ist. Von einem Busfahrer. Er hat extra angehalten, aber sie wollte nicht mitfahren. Gut, wie Sie meinen. Also am besten, Sie kämen dieses Waldstück durch und ich unterstütze Sie dann mit dem Hubschrauber. Bleiben Sie auf Empfang, ja? Wer das Mädel findet, bekommt einen Gutschein vom Autohaus Wöller. Das ist eine Probefahrt im neuen Sportcoupé. Viel Glück! Meier, lass uns eine Kette bilden. 2 Meter Abstand. Alles klar. Kette bilden, 2 Meter Abstand. Also tatkräftig unterstützte und ergriff Bürgermeister Wöllert den Suchtrupp und konnte sie durch vorgelebtes Beispiel wieder neu motivieren. Los, steigen Sie auf der anderen Seite ein. Ich bin Schwester Lotte. Ich habe heute Morgen mit Ihnen telefoniert und ich glaube, ich habe irgendetwas falsch verstanden. Sagen Sie, was fehlt dem Hund eigentlich? Tumor. Aha. Der Tumor sitzt an der Blase und hat schon auf eine der Nieren übergegriffen. Das heißt, die müssen raus und aus dem Darmgewebe muss eine neue Blase konstruiert werden. Und das ist so teuer. Ich bin kein Genie, Schwester, selbst wenn ich das könnte. Mhm. Bei einem Menschen dauert so eine Operation zwischen 8 und 12 Stunden und kostet gut und gern 60.000, 70.000. Mit allem drum und dran. In der Schweiz und in Berlin machen sie das auch bei Tieren. Allerdings kaum bei so alten Hunden. Aber wenn Sie ihn operieren würden, wie groß wäre denn seine Überlebenschance? Wenn er Glück hat, dann hat er vielleicht noch 1-2 Jahre. Jetzt schauen Sie mich nicht so an, Schwester. Ich kann da wirklich nichts machen. Das ist schon traurig. Der Hund hat so vielen Menschen geholfen. Und jetzt, wo er Menschen bräuchte, da ist niemand da. Mein Chef besteht darauf, dass ich mich an der Suche nach dem Mädchen beteilige. Aber du hast doch gesagt... Ich weiß. Ich bleib hier, ich will das hinter mich bringen. Barbara. Mensch, ich kann doch auch nichts dafür. Tom, ich habe jetzt monatelang zwischen 2 Welten gelebt. Ich muss endlich wissen, wohin ich gehöre. Oder ich komme mit dir mit und wir vergessen das Ganze. Ich will jedenfalls nicht nochmal hierher zurück, wo mich alles an mein Leben vorher erinnert. Entschuldige. Mir stinkt das Ganze doch auch. Stinkt? Das tut weh, Tom. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Was soll ich überhaupt mit den ganzen Sachen? In deiner Wohnung ist sowieso kaum Platz. Pass auf, ich habe eine Idee. Du packst einfach alles, was dir wichtig ist, in den Karton und ich hole morgen ab. Hm? Mhm. Ja. Das ist kein Gewitter, das ist nur ein Hubschrauber. Felicitas? Lotte? Ich habe eine Frage an dich. Euer Professor, der hat doch sicherlich Erfahrungen mit Krebsoperationen. Wenn eine Blase und eine Niere entfernt wird und eine neue Blase konstruiert wird oder so ähnlich. Sicher. Aber um Gottes Willen, was ist passiert? Könntest du mir vielleicht einen Termin bei ihm einräumen? Wie stellst du dir das vor? Der hat eine Warteliste, die ist so lang wie der Schal, den Agnes mir zu Weihnachten gestrickt hat. Ja, aber wenn du mitkommst, haben wir vielleicht eine Chance. Na ja, ich bin ja sozusagen seine rechte Hand. Aber um was geht es denn eigentlich?
Wenn ich dir das sage, hältst du mich sowieso für verrückt. Das tue ich auch, wenn du es nicht sagst. Also sag's schon. Anatomisch gesehen ist doch der Körper eines Menschen nicht so unterschiedlich von dem eines anderen Säugetieres, oder? Hm? Ein Schäferhund zum Beispiel. Ich war im Tierheim bei Dr. Metzger und er hat gesagt, er kann eine so komplizierte Operation unmöglich durchführen. Und der Herr Professor, der... Du willst, dass der Herr Professor einen Hund? Ja, der Dr. Metzger hat alle Instrumente und er könnte ihm assistieren und du auch. Felicitas, für den guten Zweck. Und wenn er Nein sagt, haben wir halt Pech gehabt. Aber vielleicht hat er ja das Herz an einer Stelle, wo andere eine Brieftasche haben. Lotte? Ja? Du bist nicht verrückt. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Was ist denn bloß in dich gefahren? Komm, ich erzähl's dir. Also, er hat, wie gesagt, ein wahnsinnig schweres Nieren- und Blasenleiden. Tom, ich dachte, er wollte beim Umzug helfen. Barbara. Seine Dienststelle hat ihn angefordert wegen dem verschwundenen Mädchen. Ach, Gina, ich hätte nicht mehr in die Wohnung kommen sollen. Alles ist so voller Erinnerungen hier. Komm, wir packen jetzt fertig und dann gehen wir. Ich bin schon fertig. Ich warte nur noch auf einen Anruf aus London. Ich dachte, Max und du wolltet euch erstmal Zeit lassen, bis Nachbefehl nehmen. Gina, das ist so verfahren. Tom wird auch schon sauer auf mich. Er versteht nicht, dass ich mein bisheriges Leben nicht einfach in eine Tüte stecke und auf den Sperrmüll stellen kann. Aber hier rumsitzen und deiner Vergangenheit nachweinen bringt doch auch nichts. Komm, ich bring dich nach Hause. Ich habe deine neue Wohnung auch noch nicht gesehen. Da sieht's aus wie nach einem Bombenangriff. Eine richtige Junggesellenbude. Tom hat zwar versprochen, dass er eine neue sucht, aber bis sowas klappt... Barbara, jetzt tu nicht so. Du hast genau gewusst, worauf du dich da einlässt. Vor ein paar Wochen warst du noch im siebten Himmel und jetzt machst du alles runter. Ja, ich bin furchtbar, ja. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich doch erwartet, unbewusst, dass Max mich nicht so großmütig gehen lässt. Dir kann man's einfach nicht recht machen, oder? Wahrscheinlich hat Tom recht. Und er hat eine neue. Die Sekretärin vom Büro in London war irgendwie komisch vorhin, als ich angerufen habe. Jetzt Schluss. Wir nehmen die Kleinen und dann gehen wir. Im Innenhof, wo jetzt die Rotunde steht, mit den Rosen und der Bank, da kommt das Schwimmbad hin, mit allen Schikanen und einer Abteilung zum Wassertreten. Ja, hat der Gemeinderat das alles etwa genehmigt? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Machen Sie lieber ein Foto. Kloster ist. Agnes, hast du was gehört? Haben Sie Kirsten schon gefunden? Hallo, Agnes.
Ach, da klingelt dauernd das Telefon, aber ich gehe nicht dran. Das ist bestimmt nur die Mutter Oberin. Welche Kirsten? Ach, Agnes, also ehrlich. Ja, hallo, Kloster Kaltental. Bist du das, Ingrid? Sag jetzt bitte nicht, dass Schwester Lotte nicht da ist. Nein. Ist das etwa Schwester Lotte? Moment, ich verbinde mit der Mutter Oberin. Mit wem spreche ich? Schwester Ingrid. Schwester Lotte ist nicht da, aber ich werde ihr ausrichten, dass Sie angerufen haben. Und jetzt sollten wir wirklich die Leitung frei halten. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass bei uns ein kleines Mädchen mit ihrem todkranken Hund verschwunden ist. Und die Suchaktion, bei der übrigens auch Schwester Lotte beteiligt ist, ist in vollem Gang und ich habe jetzt... Ingrid! Ja? Ingrid, hören Sie gut zu! Weil das sage ich nur einmal. Ich bin jederzeit telefonisch zu erreichen. Notfalls auch über mein Mobiltelefon. Schwester Hildegard wird Ihnen die Nummer geben. Und wenn sich Schwester Lotte nicht binnen einer Stunde bei mir meldet, dann, so wahr mir Gott helfe, werde ich den Prozess und alles abblasen und persönlich bei der Grundsteinlegung für Herrn Wöllers Kurhaus den ersten Spatenstich tun. Habe ich mich klar und verständlich ausgedrückt? Ja. Zu Ihrer Information. Ich tue das nicht, um Sie zu schikanieren. Ich brauche gewisse Informationen, die entscheidend sind für unsere Prozessstrategie. Und leider ist Herr Wöller auch nicht zu erreichen. Also eine Stunde. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, also die Nummer ist 0171 77 88. Ja, danke. Aber versprechen kann ich nichts. Du kennst ja Schwester Lotte. Ja, tschüss. Die Mutter ist auf 180. Sag ich doch. Aber da, schau dir das an. Ich muss wieder los. Bitte. Da. Heute Morgen war diese Schüssel mit dem Regulasch und den Nudeln, die ich gemacht hatte, verschwunden. Und als ich vorhin den Kühlschrank wieder aufmachte, da stand sie plötzlich wieder da. Leer. Was sagst du da? Ja. Und die Flaschen, die ich extra für Felicitas mit dem Heilwasser abgefüllt habe, die sind jetzt weg. Sie muss hier sein. Wie? Ja, Kirsten. Aber wo? Was für eine Kirsten? Ingrid! Nie sagt mir einer was. Kirsten? Kirsten! Kleine, was machst denn du für Sachen? Ich glaube, er stirbt. Oh nein. Das meine ich nicht. Ich meine nur, ich kenne den Herrn Professor, seit er als blutiger Anfänger bei uns auf der Station war. Und ich wäre jede Wette eingegangen, dass er einen Tobsuchtsanfall kriegt, wenn du ihm mit deinem Hund kommst. Lotte, mein Gott, wo bleibst du denn? Die Mutter Oberin ruft alle halb. Schwester Lotte! Ja, ich kann ja nicht überall zur gleichen Zeit sein. Schwester Lotte, ich habe sie gefunden. Wo? Kirsten war die ganze Zeit hier drüben in der Remise. Aber dem Hund geht es sehr schlecht. Und ich habe jemanden gefunden, der ihn operiert. Unser Herr Professor sogar umsonst. Ruf bitte bei der Polizei an und sag ihm, sie soll die Suche einstellen. Und du gibst dem Herrn Professor Bescheid. Und sag im Tierheim, sie sollen sich alles auf die Operation vorbereiten. Und ich? Du machst den Nudelauflauf mit den Resten von gestern. Als Papa krank wurde und gestorben ist, hat er gesagt, der King wird auf mich aufpassen und mein Freund sein. Und jetzt stirbt er. Jetzt mach dir mal keine allzu großen Sorgen. Ich habe jemanden gefunden, der ihn operieren wird. Wirklich? Mhm. Wo ist
Schwester Lotte. Also das ist ja das Allerletzte. War das Mädchen die ganze Zeit hier oben? Und wir sitzen da draußen Himmel und Hölle in Bewegung? Jetzt seien Sie doch froh, dass hier nichts passiert ist. Ich lasse mir die Chance nicht stehen. Wo ist das Mädchen und der Hund? In der Remise, aber da können Sie jetzt nicht hin. Kommen Sie, Gerke. Ja, sagen Sie mal, sind Sie noch zu retten, hier zu landen? Mit Ihrer Air Force One, oder wie? Schauen Sie sich mal meine Hosen an, die ganzen Blüten sind ab. Wo gehobelt wird, da fliegen noch mal die Späne. Gerke, halten Sie Ihre Kameraschuss bereit. Wenn ich Rotkäppchen in die Arme nehme, dieses Foto hat Titelblattqualität. Ah, da ist ja unsere kleine Ausreißerin. Nicht Herr Wöller, bitte. Und Ihr Wolf, der mir das Leben gerettet hat. Bitte nicht Herr Wöller. Ja, ich lasse mich jetzt nicht wegschicken. Der Gierke macht jetzt ein Foto von Rotkäppchen, Ihrem Wolf und mir. Los, Gierke, drücken Sie drauf. Herr Wöller, jetzt hören Sie auf mit Ihrer Werbekampagne. Der Hund liegt im Sterben und muss sofort operiert werden. Wie im Sterben? Bitte, Herr Wöller, wenn Sie auch nur einen Funken Anstand und Mitgefühl haben, dann gehen Sie jetzt. Bitte. Nee, das tut mir leid, ehrlich. Jetzt hören Sie schon auf. Also jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Das wäre doch der Knüller gewesen. Sie, der Hund, Gerke, das Mädchen. Ich bin doch kein Leichenstädterer. Ja, ein toter Hund ist Gift für eine jede Kampagne. Weil schön, wenn ich Jesus wäre und ich könnte Hand auflegen und der Hund würde dann hinterher gesund wieder auf der Wiese rumhüpfen. Aber so, Moment mal, ein Logo. Was? Sie wollen den Hund zum Leben erwecken? Viel besser. Ich fliege den Hund zum Tierarzt. Also so macht das keinen Spaß. Sie sind ja überhaupt nicht auf dem Platz. Jetzt rufen Sie halt noch mal an. Aber bitte machen Sie Schwester Lotte keine Vorwürfe. Während wir hier unserem Hobby frönen, arbeitet sie in den sogenannten Niederungen des menschlichen Jammertals. Exzellenz, Sie entschuldigen mich. Kloster Kaltental, hallo? Schwester Gina, ich will zu Ihrer aller Gunsten annehmen, dass Schwester Lotte beim Heilkräuterpflücken in eine tiefe Schlucht gestürzt ist und mit dem Tode ringt, weil das die einzige Entschuldigung wäre, die ich gerade noch akzeptieren könnte, dass Sie es bis jetzt nicht für nötig befunden haben, mich zurückzurufen. Nein, nicht Schwester Lotte ringt mit dem Tod, sondern der Hund von dem Mädchen. Stellen Sie sich vor, wir haben ihn bei uns in der Remise gefunden. Die haben sich versteckt. Jetzt wird er im Tierheim operiert. Der Hund? Ja, von unserem Professor höchstpersönlich. Und Herr Wöller hat ihn mit dem Hubschrauber abgeholt. Das ist doch wie ein Wunder. Nein, mich wundert gar nichts mehr. Allenfalls meine übermenschliche Geduld. Also tun Sie mir einen letzten Gefallen und versuchen Sie herauszufinden, wie ich wenigstens Herrn Wöller erreiche. Danke. Warum dauert das so lange? Das ist doch ein gutes Zeichen. Dann haben Sie ihn noch nicht aufgegeben. Wo? Ergriff Bürgermeister Wöller die Initiative, stellte seinen Hubschrauber zur Verfügung und rettete somit diesem todkranken Hund in letzter Sekunde das Leben. Oder so ähnlich. Moment, das wissen wir doch noch gar nicht, ob der Köter überlebt oder nicht. Moment, Hund. Wenn nicht, dann Dreizeiler und ein vermischtes übermorgen. Aber diese Version kommt morgen in die Zeitung. Entschuldigung. Ja, Wöller. Ah, Frau Reuter, kann ich Sie in einer halben Stunde zurückrufen? Hier geht es gerade um Tod und Leben. Der Hund, ich weiß. Nur eine Frage. Wie ist Ihre Abstimmung im Gemeinderat verlaufen? Na, wie wohl? Sieg auf voller Linie. Die Gemeinde steht voll hinter mir. Sie übernehmen die Bürgschaft also? Richtig. Kann ich bitte Schwester Lotte sprechen? Im Moment in einer Operation. Ich weiß nicht, ob ich das stören kann. Glauben Sie mir, Sie können. Aha, wie Sie meinen. Bleiben Sie dran. Na, wie sieht's aus? Herr Wöller, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen draußen warten. Die Mutter Oberin möchte Sie sprechen. Tja, Glück gehabt. Ich denke, wir haben den Tumor erwischt. Und dem Patienten geht es den Umständen entsprechend gut. Ken! Es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder aufwacht. Hm?
Na, siehst du, jetzt wird doch noch alles gut. Frau Reuter, wenn Sie das miterleben könnten. Also in meiner ganzen Amtszeit habe ich noch nie so ein bewegendes Erlebnis gehabt. Ja, Frau Reuter, sind Sie... Jetzt hat sie aufgelegt. Sie sollten sie aber dringend zurückrufen. Ja, das mache ich auch gleich. Ich wollte mich nur bei Ihnen erst einmal bedanken. Wieso? Ja, weil Herr Völler, also das mit dem Helikopter, das war wirklich nobel. Ja, was tut man nicht alles, um seine zukünftigen Wähler bei Laune zu halten? Jetzt tun Sie doch nicht so abgebrüht. Sie haben ja Tränen in den Augen. Ja, aber das sind nicht die Tränen der Sentimentalität. Das sind, wenn überhaupt, Tränen bitterer Enttäuschung. Ach, wirklich? Dass Sie sich für sowas hergeben. Badkaltental.de. Ach so? Ja, nichts, ach so. Das ist die mieseste Hinterhältigkeit, die Ihre Mutter Oberin da abzieht. Uns praktisch, unsere Identität zu klauen. Na und? Der Name hat Ihnen doch noch nie gefallen. Bad Kaltental. Warum nennen Sie es nicht einfach um, zum Beispiel in Bad Wöllern? Das klingt doch viel besser, oder?